Hallo YouTube, wie geht's euch? Ja, Tesla Supercharger ist heute mein Thema. Ich stehe hier gerade an einem und zwar an dem, ich würde fast sagen, es ist wahrscheinlich der neueste in Deutschland. Und zwar direkt hier auf dem Gelände der Tesla Gigafactory, hier bei uns in Grünheide. Ja, Tesla hat ja eigentlich weltweit das größte Ladenetz über, glaube 45.000 Ladepunkte. In Deutschland sind es, glaube ich, mittlerweile über 12.000 Ladepunkte, wo man laden kann. Ja, hier in Grünheide ist jetzt der neueste dazugekommen. Hier haben wir 18 Stalls installiert, neueste Version, 250 kW. Was ganz schön ist, hier an der Seite gibt es noch einen eine schöne Toilette hier und einen kleinen Snackautomat und eine kleine Möglichkeit, wo man sich hinsetzen kann und wo man was essen kann, wo man die Zeit verbringen kann, wenn man mal nicht gerade YouTube oder Netflix schaut oder so. Also ja, absolut cool und natürlich toll, dass das hier direkt bei mir in der Nähe ist. Also das finde ich natürlich super. Viele nette Leute trifft man hier auch immer, deswegen fahre ich hier gerne hin. Also gerade sehr, sehr viel noch gebaut. Hier wird die ganze Straßenanbindung gebaut, hier an der Fabrik vorbei. Da ist also immer noch eine große Baustelle. Auch hier auf dem Gelände an sich ist immer noch einiges los. Hier vorne die ganzen Straßen und hier hinten werden jetzt, da drüben werden jetzt eine ganze Menge Bäume gepflanzt und alles wird schick gemacht und hinter der Factory. Also da, das ist das große Gebäude hier und dahinter entsteht jetzt demnächst nochmal der Erweiterungsbau quasi. Das soll ja hierbei nicht bleiben, sondern das wird ja doppelt, wenn nicht dreifach so groß. Also da passiert noch einiges hier. So, na hier habe ich noch zwei Toiletten. Einmal für Behinderte, also ein bisschen mehr Platz und hier für Männlein, Weiblein. Rein kommt man offensichtlich mit einer Karte. Können wir ja mal probieren. So, jetzt sind wir hier drin. Also man kommt mit der Karte rein, ganz normale EC-Karte, kostet 25 Cent. Das finde ich okay und okay, das Ding ist jetzt komplett neu. Sehr schön gemacht hier, ist natürlich super sauber, muss man einfach mal schauen, ob das so bleibt. Ja, also, schöne Toilette, ich denke mal die Behindertentoilette sieht jetzt ähnlich aus, die ist wahrscheinlich dann barrierefrei und da kommt man vielleicht die Tür noch ein bisschen breiter. Und jetzt gucken wir uns mal drüben nochmal den kleinen Raum an, da gibt es einen Snackautomat, Kaffeemaschine. So, hier sind wir jetzt drin. Hier haben wir einen kleinen Snackautomat. Ich glaube, der ist noch nicht befüllt. Funktioniert mit allen Karten, funktioniert sogar mit Apple Pay. Hier haben wir einen Kaffeeautomat. Da gibt es, sofern ihr das hier sehen könnt, Kaffee, Cappuccino, Schokomilch, Vanilluccino, Früchtetee, Café au lait. Also da gibt es ganz viele Sachen. Kann man auch mit Karte bezahlen. Abfall und hier gibt es sogar noch eine kleine Mikrowelle. Ja, also auch toll gemacht. Ich finde, das sollte es an den Superchargern viel öfter geben, dass man sich hier zum Beispiel hinsetzen kann. Das hat man ganz oft nicht. Da kann man sich wirklich nur ins Auto setzen. Das finde ich wirklich toll. Es ist sogar überdacht. Also auch das ist schön, wenn es dann mal regnet, dass man sich hier einen Kaffee ziehen kann, vielleicht einen kleinen Snack oder sowas. Dass man sich hier was warm machen kann, wenn man selbst was mitgebracht hat oder wie gesagt für Babys die Fläschchen oder irgendwie sowas. Ganz tolle Idee, alles super neu, also kommt unbedingt mal hier hin, Gigafactory in Grünheide, direkt an der A10, die läuft da vorne lang
Und ja, schaut euch das mal an. So viel zu dem Video. Ich wollte euch den neuen Supercharger hier einfach mal vorstellen. Ich finde, der ist super gelungen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Daumen hoch, ihr wisst das. Klickt auf die Glocke, da verpasst ihr nichts Neues. Und ich habe jetzt genug beladen. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und wir sehen uns im nächsten Video. Also, macht's gut, bis dahin, ciao.